Moin, moin und herzlich willkommen bei Santery. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch drei ganz wundervolle, ledrige Parfums vorstellen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber genau darum soll es ja auch heute in dem Video gehen. Ihr habt hier wirklich drei ganz unterschiedliche, ledrige Alternativen. So, wir starten am besten mal mit der goldenen Mitte. Mit Spirito Fiorentino von Tiziana Terenzi. Es wird ja sehr häufig mit Baccarat Rouge 540 verglichen. Ja, den Vergleich kann ich durchaus nachvollziehen. Die Grund-DNA von Baccarat Rouge ist definitiv getroffen. Es ist auf jeden Fall weniger süß und weniger putrig als Baccarat Rouge 540, was ich persönlich gut finde. Und wir haben hier zwei Noten, die ganz klar herausstechen. Das ist einmal die Ledernote und die Safrannote. Dadurch wird es im Duftverlauf wirklich richtig schön ledrig und zum Teil auch rauchig. Also es ist ein wirklich sehr maskulines Parfum. Ja, und auch wenn Baccarat Rouge 540 hier mit Sicherheit als Vorlage diente, und Baccarat Rouge ist natürlich auch ein Meisterwerk, muss ich sagen, mir gefällt Spirito Fiorentino einfach besser. Ich mag diese ledrige Note, ich mag diesen leicht animalischen Touch durch die Rauchigkeit. Die Haltbarkeit ist unfassbar, es hält ohne Probleme 12 Stunden plus. Es hat eine gute Sillage, es ist ein extrait de Parfum, also wirklich ein ganz tolles Parfum. Ja, bevor wir zu einem richtigen Schwergewicht kommen, machen wir mit Leder 6 der Nischenmarke J.F. Schwarzlose Berlin weiter. Die Ledernote ist im Vergleich zu Spirito Fiorentino wirklich weicher und angenehmer. Also die ist bei weitem nicht so intensiv wie in Spirito Fiorentino, ist aber auf jeden Fall gut wahrnehmbar. Ja, durch Safran und Styrax bekommen wir dann auch so eine schön rauchige und balsamische Note. Und im weiteren Duftverlauf wird Leder 6 dann immer süßer, denn wir haben hier eine milchige und vanillige Duftnote. Es wird also richtig schön milchig, cremig, man könnte schon fast buttrig sagen. Also wirklich eine sehr interessante, ledrige Duftkomposition. Habe ich so vorher auch noch nicht gerochen. Ich finde tatsächlich, dass Leder 6 so einige Parallelen zu Falcon Leather hat. Also es riecht nicht identisch, auch absolut nicht 1:1 oder so. Aber ich finde, durch diese Leder-Safran-Kombination werde ich immer so ein bisschen an Falcon Leather erinnert. Die Haltbarkeit ist mit circa 9 Stunden auch wirklich gut. Die Sillage ist präsent, man nimmt das Parfum selbst wahr, das Umfeld ebenso. Abschließend kann man also sagen, es ist eher so ein weicheres Lederparfum, ideal auch so für Einsteiger geeignet, also wenn man sich dem ganzen Thema Leder mal nähern möchte. Ich finde es wirklich toll, eine klare Empfehlung. So, und nun kommen wir zu einem wirklichen Schwergewicht, nämlich zu Queer Intense von Guerlain. So wird es laut Mitarbeiterin von Guerlain tatsächlich auch ausgesprochen. Man könnte natürlich auch einfach Queer Intense sagen, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär sowieso immer um die Duft-DNA und die ist hier wirklich in Queer Intense sehr außergewöhnlich und vor allem sehr intensiv. Also der Name Intense ist hier tatsächlich auch wirklich Programm. Es ist ein sehr, sehr intensives Lederparfum. Also sowas habe ich wirklich selten gerochen. Ihr müsst Leder mögen und vor allem müsst ihr eben auch eine sehr intensive Ledernote mögen. Denn ich glaube, sonst wird das nichts. Ich warne euch da wirklich vor, es ist wirklich sehr, sehr ledrig. Im Drydown haben wir ein bisschen Zedernholz und Sandelnholz und auch so eine leichte Tabaknote. Dadurch wird es insgesamt auch etwas angenehmer, aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es wirklich ein sehr intensives Lederparfum. Also anders muss man und kann man dieses Parfum wirklich nicht beschreiben. Für mich wirkt es auch tatsächlich eher wie so ein dunkles, schwarzes Leder. Also es ist jetzt kein, ja, frisches, helleres Leder, sondern es ist wirklich sehr dunkel, sehr intensiv. Ich finde es aber auch wirklich großartig. Genau auf sowas hatte ich Lust. Einfach ein intensives, ledriges Parfum ohne viel Schnickschnack. Die Haltbarkeit und die Sillage sind auch wirklich der Wahnsinn. Es hält
mindestens einen Tag. Also ihr riecht das teilweise auch noch am nächsten Tag. Die Klamotten, ja, die müsst ihr dann wirklich auf 40 oder 60 Grad waschen, sonst bekommt man es nicht aus der Kleidung. Also es ist wirklich ein so intensives Parfum, was so unfassbar gut performt. Ja, und dann sind wir auch schon durch für heute. Ich wollte euch in dem Video halt mal drei ganz unterschiedliche, ledrige Parfums vorstellen. Es sind wirklich alle ganz wundervoll. Kannst ja gerne mal kommentieren, welche ledrigen Parfums du so magst und kennst. Dann sag ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und bis demnächst.